cannot see anything but. Sie sind die neue Kultband Österreichs. Moonshaker Sunnymaker sind die glücklichen Gewinner des Kultband-Contests der Volksbank. Als Hauptgewinn gibt's für die Jungs aus Wien einen Videoclip auf GoTV. Wie die Dreharbeiten gelaufen sind und jede Menge mehr erfährst du im Feature. Hallo, wir sind Moonshaker Sunnymaker und ihr seht GoTV. Be part of it. Moonshaker Sunnymaker gibt's gerade mal ein Jahr. Kennengelernt haben sich die vier besten Freunde im Gymnasium im 9. Wiener Bezirk. Schon trotzdem unseren ersten Auftritt bei einem Schulkonzert. Und da haben wir eben uns erst gerade frisch kennengelernt und zwei Tage bei mir im Keller geprobt. Und das hat uns extrem Spaß gemacht. Extrem viel gejammt haben wir und es hat einfach total gut funktioniert. Einmal sein eigenes Video auf GoTV bewundern. Das ist nicht nur aufregend, gerade für junge Bands ist das auch ein Karrieresprungbrett. Deshalb haben sich gleich 200 Nachwuchsbands für den Kultband-Wettbewerb der Volksbank angemeldet. Der Gewinner wurde übrigens per Online-Voting ermittelt. Eine denkbar knappe Angelegenheit. Einfach jeden Tag überall auf MySpace gepostet, bitte votet für uns. Haben die Leute angerufen, haben SMS geschrieben und so. Und anscheinend haben wir die meisten Leute gehabt, die dafür gewotet haben. Die Dreharbeiten für das Video Broken Arm finden dann in einer Autowerkstätte in Wien-Floridsdorf statt. Hier werden Oldtimer und Autoklassiker restauriert. Anfangs war es ja fast ein bisschen schockierend, wie wir hergekommen sind und alles. Das war eine ganz normale Werkstatt und wir haben uns nicht wirklich vorstellen können, wie wir da jetzt drinnen ein Video drehen. Aber dann haben wir alle zusammen angepackt und Autos herumgeschoben und das Equipment aufgebaut. Und dann war es eh schon total super, bis auf dass es halt sehr kalt war. Gemeinsam mit dem GoTV-Team geht's dann ordentlich zur Sache. Über 8 Stunden lang performen die Jungs immer wieder ihren Song Broken Arm. Wir sind gerade beim Videodreh. Läuft alles gut? Jetzt werden gerade noch wird noch das Licht eingestellt, die Kameras. Und dann geht's auch schon wieder los, glaube ich. Die Jungs schlagen sich hervorragend. Besonders Sänger Christoph liebt die Kamera. Und die Kamera liebt ihn. Ich hoffe, oder wir hoffen alle, dass gute Szenen entstanden sind. Dass es ein cooles Video wird, dass es gut zum Song passt und dass es viele Leute schauen. Das Endresultat, so viel sei schon verraten, kann sich mehr als sehen lassen. Den Clip gibt's demnächst auf GoTV. Be part of it!